alt ist ihr Siedentum? Das ist eine Frage, die sich sofort stellt, dann die mir persönlich auch häufig schon begegnet ist. Kann man das sagen? Ganz genau kann man es nicht sagen. Also beim Jesidentum handelt es sich eben, wie bei den Weltreligionen, eben um keine Offenbarungsreligion. Also es gibt jetzt keinen Religionsgründer oder Stifter, auf den man das Datum der Gründung zurückführen könnte. Ja. Es gibt allerdings, es wird von verschiedenen Wissenschaftlern dann auch so gehandhabt, dass man sagt, das Jesidentum ist auf jeden Fall zumindest vorchristlich, weil man eben Elemente in dieser Religion hat, die sehr alt sind. Da haben wir die Sonnenverehrung, die Ahnenverehrung, die Naturverehrung haben wir da drin. Das Neujahrsfest, das im April gefeiert wird. Also ganz viele Elemente, die darauf hinweisen, dass das Jesidentum eben sehr alt ist. Und vielleicht kann man das aus der wissenschaftlichen Sicht heraus, dann Professor Krähenbröcker zum Beispiel aus Göttingen, Iranistiker, der hat ganz viele Abhandlungen dazu geschrieben. Und da erkennt man schon, man kann erkennen, woher diese Religion stammt, aber ein genaues Datum gibt es nicht. Also es gibt viele Elemente, die alt sind, aber es gibt jetzt nicht eine Schrift oder irgendeinen historischen Beleg, den Sie bringen könnten, der sagt, guck mal da, ein Text, was weiß ich, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus oder so in der Art. Genau, so einen Text gibt es nicht. Das Jesidentum ist ja auch keine verschriftliche Religion. Also es gibt im Jesidentum keine Bibel oder ein heiliges Buch, was der Tora oder dem Koran ähnlich ist, sondern die Religionsinhalte werden mündlich überliefert, von Generation zu Generation. Das machen speziell ausgebildete Würdenträger. Und da ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, weil man sagt, okay, man hat, Sie haben es eingangs ja auch sogar erwähnt, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, dass es sich hierbei um eine ganz kleine Religion handelt, die niemand so wirklich kennt und auch nichts Besonderes dann theologisch vorzuweisen hat. In den 90er Jahren war es da so, dass vor allem Professor Krähenbröck und andere Wissenschaftler plötzlich dann auf jesidische Texte gestoßen sind. Und es gibt Hunderte. Also wenn man diese ganzen Texte zusammenfassen würde, das würden, weiß nicht, zweimal die Bibel ergeben oder sowas. Ne? Wie alt sind diese Texte? Einige Texte kann man ganz klar datieren auf das 12. Jahrhundert, auf das 11. Jahrhundert, weil es eben dort die Religionsphilosophen waren, die diese Religionstexte geschrieben haben. Auch einzelnen Personen kann man die zuordnen. Die Elemente, die darin enthalten sind, sind aber teilweise wesentlich älter, die lassen sich aber nicht zurückdatieren. Aber man geht, wie gesagt, davon aus, dass das Jesidentum etwa 4000 Jahre alt ist.